Moin Moin und willkommen zurück zu LEGO City Undercover, heute wieder mit einem richtigen Ton. Ich hoffe natürlich, ihr habt das jetzt ein bisschen verschmerzen können, dass zwei Aufnahmen leider ein wenig leiser sind. Das hat mir auch... Es ist echt grausam. Wir sind bei 37,0% und ja, wie mein Akzent schon sagen könnte, wir wollen jetzt ein paar Stats einsammeln und wir sind Chase McCain und wir machen jetzt als nächstes die Aufgabe mit Natalia, würde ich mal sagen, fast, aber nur fast, denn hier gibt es ja oben hier noch Sachen, die alle noch zu erledigen sind, dementsprechend will ich das jetzt auch mal machen, mach. Hier ist ein Farbmischer, blau. Das wollte ich nicht offscreen machen, das wollte ich nicht alles machen. Erst recht, weil es ja, alles doof wäre. Gehen wir mal hier hoch. Hier oben waren wir noch nicht. Wir jetzt hier ganz fleißig Stats einsammeln. Ja, ich weiß, der ein oder andere mag bestimmt sagen in den letzten Teilen, Junge, du kannst hier Stats mal 2, Stats mal 4 machen. Ich sag, nö, ich bin ungern auf diese Cheats, ne? Ich möchte nicht so gerne mit dem Cheat arbeiten. Und deswegen lassen wir es sein. So, hier oben ist gar nichts. Null ist gar nichts, super. Hier ist... Ah, shit, egal. Dann machen wir uns jetzt auf zu Natalia, auf zu... Aufgabe. What? Ich weiß, also ich weiß ja nur, dass wir nicht genug Stats hatten. Und da sind ganz viele und ja, jetzt jagen die Stats jetzt auch nicht mehr. Ja. Wir haben blau mit und vielleicht brauchen wir blau hier irgendwo noch im Weg. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. So, Turbo. Das war ja auch einige Male überhaupt nicht gemacht, dass ich hätte Turbo setzen können, habe es nicht getan. Also von daher. Der eine oder andere mag es böse, nein, der eine oder andere nicht. Was mir auch aufgefallen ist, ich kann ja jetzt einen Kommentar reingeben. Yeah. Was mir aufgefallen ist, der eine oder andere hat jetzt schon LEGO City War. Hätte als Let's Player schon das LEGO City Spiel durch, aber ihr wisst ja, auf welches Augenmerk wir, also das nicht das gelegt habe, oder hinten ist noch ein Fragezeichen. Eieiei, das Ganze wird ja immer schlimmer. Wem sagst du das? Mir nicht, hoffe ich. Hilfe! Hilfe! Ja, wir sind gleich da. Ja, wir wollten erstmal hier. Na? Fitnesstrainerin haben wir noch dabei. Yeah, Shugi Bugi. Aber die können wir auch noch ändern. Mal gucken, wann. Erstmal hier gucken, was hier los ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Egal. Ich habe so viel in diesem Let's Play gemacht. Ich habe ja vor, mit dem einen oder anderen, der jetzt halt erst zugeschaltet ist zu diesem Spiel, mindestens 90% des Spiels fertig zu machen. Nicht 100%, klassischen 100% Run, aber mindestens 90%. Ja, haben wir schon gemacht. Aber wir haben einen blauen Stein, der ist wertvoll. Jetzt können wir auch ihn auch kaufen, den wir letztes Mal kaufen wollten. Oder besser gesagt, nicht letztes Mal kaufen wollten. Aber erstmal Natalias Aufgabe. Sie retten. Also, Feuerlöscher aktivieren, den haben wir ja jetzt neu gekriegt. Ja, ganz viel Platz, ich weiß. Einsammeln. Ja, alles gut. Okay, die sind auch wieder weg. So, bisschen hier, bisschen da, bisschen tatatata. Wow. Ich brauche ganz viel Platz. Brauche ganz viel Stats, das ist ein Herz. Brauche ganz viel Stats. So, jetzt kann ich euch erledigen. Ja, hallo, ihr! So, ja, mach mal ein bisschen und tschüss. Boah, Farmer McCain hat das geschafft. Was ist hier drinne? In dem Tresor befindet sich Stats, yes, Stats. Und die Chipkarte, die wir hierfür brauchen, das ist hier auch kein Level. Das ist hier irgendwie nicht irgendwie was, es ist nichts. Wir kriegen hier einen Superstein. Sehr schön. Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik. Ja, komm.
Och, Mann. Okay, dann halt anders. Dann halt so. Bam! Ja, damit hätte ich nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. So, was ist hier noch drin? Ganz viele kleine Steinchen. Steinchen. Dynamit brauchen wir noch. Weil wenn das schon hier ist, dann benutzen wir es noch. Mit Stinker. Woher wir Stinker haben? Nun, wir haben ihn... Oh, oh, hier lagert das Krankenhaus also all die Großbrände. Ja. Woher wir Stinker jetzt aktiv haben, weil der ein oder andere mag vielleicht sagen, oh, Lego City, ja, Stinker, warum hast du den und ich nicht? Ja, wir können natürlich auch Personen in bestimmten Kabinen ändern, die wir gekauft haben. Und somit können wir das Let's Play ein bisschen gestalterischer als andere Let's Player gestalten. Wow. Müssen es aber nicht. Ich würde schon gerne ein bisschen was ändern. Dementsprechend wollte ich eigentlich auch die Fitness-Trainerin nochmal ändern. Nee, das Ding kann ich nicht aktivieren. Aber das machen wir hier, nachdem wir Natalia gerettet haben. Können wir auch hier vielleicht mal ein bisschen was anderes hier noch ändern. Zum Beispiel den Feuerwehrmann. Den möchte ich ja gerne zu dem Feuerwehrausbilder machen. Mama McCain, ne? Der darf auch noch Mama McCain bleiben. Ein bisschen. Mal gucken, wie lange. Hier hinten. Ja, ich glaube, der hier macht das gleich. Jo, macht das. Ja, jetzt habe ich schon 55.000 wieder. Okay, hier ist jemand. Ah, komm, wir vermöbeln die auch mal. So. Ah, shit. Na dann. Bisschen rollen. Rolle. Ja, was auch noch gewünscht worden ist von euch. Nicht von euch, sondern einem. Längere Teile, ja. War jetzt eine Testphase, also ich weiß jetzt nicht so ganz. Also einerseits, ja, ist die Testphase eigentlich von meiner Seite aus positiv gelaufen. Könnte heißen, dass es jetzt öfter längere gibt, aber andersrum weiß ich es jetzt noch nicht. Denn es gibt jetzt demnächst noch ein neues Let's Show. Es gibt demnächst nämlich ein neues Spiel. Ich brauche, ja, dafür kann ich schlecht blau benutzen. Es gibt demnächst ein neues Spiel und zwar, das verrate ich noch nicht. Das wird als Let's Show kommen und vielleicht gegebenenfalls als Let's Play. Und dann kann ich leider das auch nicht hier Lego City Undercover nochmal mit dazu so lange drehen, weil ne? Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Und hier kann ich rein. Das. Bestimmt später werde ich über dieses Dats lachen und sagen, ha, die brauchen wir nicht. Aber wer das ein oder andere Let's Play schon gesehen hat, weiß genau, wenn ich sage, ach, das brauchen wir nicht, brauche ich es später erst echt. Was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Hier ist... Ah, schön. So, damit können wir jetzt zumindest die Eisventilatoren eliminieren. Das. Mit Stinker hier nochmal ran. Nochmal bitte Dynamit. Danke. Warum das Ding jetzt hier nicht explodiert, macht der ein oder andere Fragen. Obwohl wir jetzt ja gerade das Dynamit benutzt haben. Ganz einfach, weil wir sind ja immer noch in Lego City, wir sind ja in keiner Welt oder in keinem Level oder in was weiß ich, wo das dann ja so ist, wenn wir wenn wir das dann abgeschlossen haben, dass wir dass der Automat ja explodiert. In dem Falle tut er das ja nicht, weil das ja hier halt, immer noch Lego City ist und kein Level, wie gerade gesagt, ich weiß. Wiederhol mich, ja, sorry. Aber
Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der eben nicht zuhört. So, erstmal hier hin. Ja, okay. Warte mal. Hier ist noch ein Stein. Ich weiß, ich muss jetzt gleich nochmal denselben Weg laufen. Ja, aber egal. So, Feuerwehrmann behalten wir noch. Hier sind wieder die Stats, das ist sehr schön. Aber die sammle ich jetzt auch nicht extra nochmal ein. Weil das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde das auch sowieso ein bisschen doof, da, also das ist ein kleiner Kritikpunkt von mir, aber von meiner Seite aus, dass die Stats so schnell wiederkommen. Na, schade. Na, dass sie sich einfach nicht so ein bisschen Zeit lassen. So. Hör auf mit dem Mist und rette mich, Chase! Ich versuch's ja. Ach, wirklich? Ich kann da nicht hochklettern. Aber dorthin kann ich klettern. Dorthin. Ja, Licht. Ja, danke. Natalia jammert echt so wollte. Also Peach jammert wenigstens nicht so rum. Ich bräuchte mal wieder deine Hilfe. Was gibt's denn dieses Mal? Ist noch irgendwo eine Zeugenschutzwohnung frei? Ein paar Typen sind hinter Natalia her und sie ist zu Hause nicht sicher. Die Zeugenschutzwohnungen sind alle belegt. Chans Leute hocken da drin und verpfeifen sich gegenseitig. Aber wenn sie nichts gegen Couchsurfing hat, könnte sie bei mir unterkommen. Ist das sicher? Nun ja, ich habe einen großen Hund. Aber der ist so träge, dass er nur Leute mit Hundeallergie fernhält. Besser, als sich eine Wohnung mit einem von Chans Leuten zu teilen. Danke, Ellie. Kein Problem, ich mache mich auf den Weg. Brauchst du Unterstützung? Keine Zeit, ich krieg das hin. Ja, Hundeallergie. Träger Hund. Kennt ihr so welche Leute, die Hundeallergie haben? Die Angst vor Hunden haben? Oder wen auch immer? Ja, damit kann ich hier die ganze Wand wohl beschießen, wie ich möchte, aber das wird nichts ändern. So war das. Obwohl beides blau ist. Ja, die Stats? Nein, natürlich nicht. So, dann machen wir mal die Türe auf, die Türe auf, die Türe auf. Das Rot brauchen wir da auch nicht mehr. So. So, gut. Ne? Also, es gibt halt auch einige, die Angst vor Hunden haben. Warum? Na? Liegt halt an unterschiedlichen Sachen. Kennt ihr Leute, die auch Angst vor Hunden haben? Und wenn ja, warum? Es gibt ja manchmal einen Grund, warum man Angst vor irgendwas hat. Natürlich, es gibt auch meine Beine machen nicht zwischendrin schlapp. Einige Male auch keinen Grund, aber gibt das halt manchmal. Bam und wow! Ich musste jetzt mal Ding festmachen. So, und dann! Achso, ja, okay. Okay. Dann werfen wir euch beide mal um. Dingfest, Dingfest und Dingfest. Das nennt man mal eine Dingfest-Kombo. Und werf! Dingfest, Dingfest. Ja, Und jetzt Kick! Obwohl es sieht eher nach Capoeira aus. Aber trotzdem. So, Hühnchen ist freigeschaltet. Machen wir auch gleich. Hier ist die Brücke, hier ist die andere Brücke. Da haben wir leider nicht gegangen. Dann hier erstmal die Türe öffnen. Und hier drinnen ist freigeschaltet. Natalia! Hier können wir eigentlich auch spielen. Ich glaube, nee, das wäre zu hart, oder? Natalia jetzt im Let's Play zu spielen, bevor die Story beendet ist. Hähnchen, das Hähnchen. Super Chicken, Flieg und Sieg. Nee, das war woanders, glaube ich, mit Flieg und Sieg, aber egal. So, anstatt einfach gerade runter, nein, wir müssen außenrum mit unserem Hähnchen. Super Huhn. Ich komme! Bleib da! Oh!
Okay, ich hatte mir gerade überlegt, einfach herunterzuspringen. Todesangst bringt bei ihr also die sarkastische Seite zum Vorschein. So, ach, ja, ich war aber deutlich höher. Na, ist mir wurscht. Okay, dann hoffen wir mal, dass dieses Huhn uns beide tragen kann. Soll das heißen, ich bin fett? Klar doch, das ist der perfekte Moment, um über dein Gewicht zu reden. Wo ist der Rettungshubschrauber? Ausgerechnet heute ist er nicht da. Natürlich, ein Hubschrauber. War ja klar. Immer wenn ich Papierkram dabei habe, fliegt er ums Gebäude und bläst mir die Seiten aus der Hand. Und wenn ich dann mal von komischen Gestalten verfolgt werde, fehlt jede Spur von ihm. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir jetzt ein. Nämlich hier. Und zwar, Hubschrauber lang. Yeah, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt ein Hubschrauber ist, aber egal, egal, bauen wir einen Hubschrauber-Landeplatz, vielleicht kommt dann einer. Superbowl errichtet, 31 von 65 und damit haben wir goldene Steine, 147. Ja, oh, McCain freut sich. Danke, freigeschaltet. Hubschrauber-Landeplätze. Bleib zurück, ich kümmere mich um die. Ja, das wird wohl das Beste sein. Aber ich möchte jetzt erstmal hier die ganz vielen Stats einsammeln. Boah, da sind sie schon! Da sind sie schon, da sind sie schon! Stats einsammeln, Natalia, geh doch weg! Danke! So, jetzt komm. Ich bin verstrickt von vorbereitet! Oder auch nicht. Ding fest! Okay, den muss ich anders umkegeln, nämlich. So. Ja, ich schmeiß ihn mal runter. Ist er jetzt außerhalb des Bereichs? Ja, er ist außerhalb des Bereichs. Dann ist es ja schiedegal. Bam. Gut. Hoffentlich waren das alle. Mal gucken. An Hubschrauber-Landeplätzen kannst du neue Fluggeräte anfordern. Gut, fordern wir ein Fluggerät an. Ach, es gibt nur eins. Swabber. Den Swabber möchte ich bitte im Leider. Original haben. Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Finden wir es raus. Yeah, Hubschrauber fliegen. Hubschraub, schraub. Und los.